Ich meine, es ist sicher keine Lösung, wenn jemand dem schwarzen Mann ins Gesicht ballert. Aber wenn Sie es für sinnvoll halten, mache ich's. Das klingt wie die Ash, die ich kenne. Lasst rein. Ich muss wieder zurück. Passen Sie auf sich auf. Jawohl, Commander. Sehr gut. Ich denke, wir haben soweit alles geklärt, oder? Mit Ash. Shepard und Ash werden wahrscheinlich jetzt einfach quasi so eine Art Neuanfang bestreiten. Womöglich als Freunde aus dieser Sache hinausgehen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall schauen wir mal, ne? Wie es weitergeht. Und ich würde mal sagen, wir gehen, wir sehen uns hier noch ein wenig um. Wenn wir schon mal hier sind, vielleicht finden wir noch irgendwas. Hören Sie, die Prototypen sind wichtig. Wir brauchen die Biotik-Upgrades für den Kampf gegen die Reaper. Okay. Biotik-Upgrades. Ich weiß, dass die Isma-Grenze nicht sicher ist. Ja. Aber wenn wir die Prototypen nicht zurückbekommen, wird dieses Projekt überhaupt nichts erreichen. Okay. Vielen Dank für Ihre Zeit. Welche Prototypen wahrscheinlich, die wir besorgen müssen? Hören Sie, die Prototypen sind wichtig. Wir brauchen die Biotik-Upgrades. Okay. Ja, kann ja sein, dass wir die irgendwann nochmal finden. In der Isma-Grenze. Hallo, Frau Doktor. Ich hatte nicht erwartet, Sie so schnell wiederzusehen. Naja, wir müssen Ihnen die nächste Ladung Antibiotika verschreiben. Wegen meiner Entlassung? Alles klar hier. Sieht gut aus. Okay. Gut, gut. Dann wollen wir mal hier aufbrechen und die Krankenstation erstmal verlassen. Warte mal, waren wir hier drin? Nee, oder? Aber hier ist auch nicht... Doch, ich glaube, hier waren wir sogar... ja, genau. Wir werden wahrscheinlich die Citadel erstmal verlassen, oder... Ich guck mal, ob wir vielleicht noch irgendwas hier haben, wo wir noch gar nicht waren. Ach, Thane, Mann, ey, scheiße, ey. Gar nicht darüber nachdenken. Dr. Raven, haben wir schon mit ihr geredet? Doch, haben wir doch, ne? Nein, alles in Ordnung. Wir brauchen ihre Vorräte nun doch. Ja? Super. Willkommen, Commander. Das ist ja, kann man jetzt hier gerade nicht so viel tun. Ich will noch mal ganz kurz zu Purgatory fahren und gucken, ob wir da jetzt schon waren oder nicht. Wie gesagt, das ist ja alles schon ein bisschen her, ne? Ich glaube, hier waren wir noch nicht, oder? Bekannte Kontakte. Admiral Stephen Hackett. Ja, Dr. Chuck war es, ist ja wohl... Allseits bekannt. So, Isma-Grenze. Prototypenkomponenten. Ein Wissenschaftler sucht nach verloren gegangenen Prototypen für ein biotisches Verstärkungssystem. Suchen Sie in der Isma-Grenze nach den Komponenten und bringen Sie sie dem Wissenschaftler auf der Citadel. Kein Problem. Gucken wir mal uns hier noch ein bisschen um in der Purgatory. Für VIPs, das sind wir ja. Ich weiß, dass es Beschwerden gibt. Wir tun unser Bestes mit dem, was wir haben, aber lassen Sie mich ausreden. Okay. Und die Backups können wir nicht einsetzen. Nein, die neuen Regeln gelten für die gesamte Citadel. Die Verwaltung. Wir brauchen wahrscheinlich Energie-Backups. Ja, wo kriegen wir die denn her? Um den Priet am Laufen zu halten, finden Sie Pläne für ein neues Energieraster. Ja, ja. Na gut, wenn wir welche finden, dann können wir die ja mal vorbeibringen, aber. Ja, nicht so, dass wir uns jetzt welche aus den Hintern ziehen können. Okay, ab geht's, Freunde. Hey, bereit für eine ordentliche Party? Na klar. Hey, was ist hier denn los, ey? Eine fette 3D-Party, oder was? Was sieht jetzt alles ein bisschen anders aus, ne? Sieht aus wie so ein Party-Room hier, ey. 1000 Lens-Flares und alles. Juala. Gib mir einen Drink, Mann. Oh, wer ist das denn hier? Tanzfläche benutzen, okay. Okay, Shepard Dance mein Rundchen hier mit wem auch immer. Hat das was zu bedeuten? Nee, ne? Ja, cool, ey. Ein bisschen Dancen ist natürlich nicht verkehrt, aber wir müssen wieder aufbrechen. Es sei denn. Sie geben also zu, dass Sie und Ihre Leute illegal hier sind. Ja, und C-Sicherheit hat es schon nach 3 Wochen gemerkt. Mir ist egal, wer Sie sind. Für Sie gilt das Gleiche wie für alle anderen Flüchtlinge. Kommen Sie mit. Ich glaube nicht. Schick,
Ich brauche die Asari-Ratsherren. Ich grüße Sie, Aria. Brauchen Sie irgendwas? Ich soll die Einwanderungsformalitäten durchlaufen. Aber natürlich. Erledigt. Kann ich noch etwas tun? Nein. Hm. Vielen Dank. Gern geschehen. Wir sind hier wohl fertig. Gute Show, was, Shepard? Es gibt nur eine Regel auf der Citadel, was? Sieht so aus. Ich hasse diesen Ort. Schrecklich verklemmt. Warum sind Sie dann hier? Cerberus hat mir Omega gestohlen. Der Unbekannte steht auf Platz 1 meiner Abschussliste. Ach du Scheiße. Er bezahlt für jede Sekunde, die ich in dieser Bürokratiehölle verbringe. Ist ja witzig. Ein gemeinsamer Feind. Macht uns das nicht zu Verbündeten? Wie hat Cerberus Sie besiegt? Verrat, Ablenkung und eine große Armee. Sie haben mich weggelockt und überfallen. Ich entkam, aber Cerberus belagerte Omega bereits. Bis ich angriffsbereit war, hatten sie sich schon zu gut verschanzt. Krass. Ganz Omega haben sie eingenommen. Ja gut, ich meine, der Unbekannte hat natürlich einiges an Mitteln auf Lager. Da kann man wahrscheinlich nur schwer gegenhalten. Und selbst die gute Aria hat's schon ordentlich auf den Kasten. Und auch nicht wenig Einfluss und auch nicht wenig Mittel gehabt, also schien wohl richtig abzugehen. Sie können ja an einem anderen Tag weiterkämpfen. Und dieser Tag kommt. Ich hole Omega zurück, aber dazu komme ich noch. Für Sie habe ich einen Vorschlag. Ich höre zu. Es ist doch so, wenn Sie die Reaper nicht besiegen, sterben wir alle. Egal, wo ich gerade bin. Also will ich Ihnen helfen. Was bitten Sie mir an, Aria? Auf Omega hatte ich Bloodpack, Blue Suns und Eclipse unter Kontrolle. Jetzt laufen sie Amok. Das will aber niemand. Vereinen Sie sie unter meiner Führung und sie haben eine mächtige Armee für ihren Krieg. Ich habe mit allen Gruppen eine Basis gelegt. Jetzt müssen sie die Deals abschließen. Diese Banden sind selbstredend Abschaum, aber ich tue, was erforderlich ist, um die Welt und das Universum zu retten. Wenn Sie Reaper bekämpfen, nehme ich Sie. Mit dem Ergebnis kann ich gut leben. Besuchen Sie Nah. Er ist für das Bloodpack zuständig. Der Anführer der Blue Suns ist inkognito auf der Citadel. Er erwartet Sie schon. Und ich habe ein Abkommen mit Yona Sedaris, der Eclipse-Anführerin. Ihr Freund Commander Bailey muss sie nur aus dem Gefängnis lassen. Sie kennen Bailey wohl nicht besonders gut. Nutzen Sie Baileys Respekt aus. Eine professionelle Söldnerstreitmacht dürfte das wohl wert sein, oder? Bis dahin bin ich guter Laune. Melden Sie sich, wenn Sie was besprechen wollen. Alles klar. Oh, plus 2 Abtrünniger, aber das müssen wir eingehen, das Risiko. Wir brauchen die Blue Suns. Und auch die anderen Söldnergruppierungen. Die Frage ist natürlich nur, wo sind alle? Aria, okay. Aria. Ist das nicht eigentlich Teil eines DLCs, sag mal, ey? Ich weiß nicht, aber wir haben das DLC jetzt nicht gekauft, oder? Oder haben wir das Aria DLC Omega? Omega heißt es, glaube ich. Aria hat an Unterstützung bei der Vereinigung von Söldnergruppen unter ihre Führung gebeten. Sprechen Sie im Präsidiums Unterhaus mit Nahl und sichern Sie sich die Loyalität des Bloodpacks. So, was haben wir hier? Flüchtlingslager der Citadel mit Dana, okay. Und einmal im Präsidiums Unterhaus. Okay, da müssen wir erstmal ins Flüchtlingslager, oder wie ist das? Boah, ruckelt hier gerade ein bisschen. Okay. Söldner, Blue Suns. Ja, die kennen wir alle noch, die ganzen Gruppierungen. Blue Suns. Willkommen, Commander Shepard. Wählen Sie bitte ein Ziel auf. Präsidiums Unterhaus gehen wir erstmal. Gut, ey, da haben wir echt noch den richtigen Auftrag hier gerade gefunden. Ankunft im Präsidium Unterhaus. Das ist natürlich
Nur die Frage, ob wir auch den richtigen Mann finden hier. Sie wollen, dass wir uns als Soldaten verpflichten? Können wir denn nichts anderes machen? Das Militär braucht jeden, den es kriegen kann. Keiner von uns kann kämpfen. Mackenzie ist Biotiker, Dave und Graham gehen öfter auf den Schießstand. Hm. Oh, und Orion kauft ständig Mods für seine Schrotflinte. Mit der er noch nie geschossen hat. Ich mag unsere Freunde, aber wir sind nicht für den Kampf geeignet. Sie beide könnten Leben retten, indem Sie den Ärzten in den Flüchtlingslagern helfen. Danke. Wer war das? Der erste Spectre der Menschen. Ich denke mal, kann man so machen. Boah, wie viel los ist, ne? Kanala-Export. Was ist das hier? Konzentrationsmodul für Präzisionsgewehr. Ja, nice. Können wir einfach mal mitnehmen, oder? Haben wir sowas? Zielen durch kurze Verlangsamung der Welt. Okay. Das will ich mal testen hier. Warte mal. Zack. So, MP im Magazin-Upgrade brauchen wir nicht. Lot Dragon Panzerung. Boah, was ist das denn, ey? 50.000, okay. Ist ein bisschen teuer, ne? Aufladetempo der Kräfte 10% Kraftschaden Schilde. Wurde ursprünglich wie Earth Urban Combat Championship League entwickelt und hat mindestens so viele Feldtests durchlaufen wie Panzerung moderner Armeen. Sie verwendet eine einzigartige patentierte Energiezelle, die etwa so viel kostet wie der Vertrag eines Neulings. Der Microframe-Computer der Panzerung passt sich an alle führenden Universalwerkzeuge, kinetische Barrieren und Biotikverstärker an und sorgt für atemberaubende und fehlerfreie Leistung. Das Brust- und Schulterteil ist mit dem Logo der Edmonton Blood Dragons verziert. Auf der Innenseite der Panzerung befinden sich die Unterschriften des gesamten Teams. Wer ist das denn hier? Den Blood Dragon kennen wir doch irgendwo her, oder nicht? Na, guck mal hier, den Fisch. Nehmen wir mit. Präzisionsgewehr. Oh, das brauchen wir. Präzision 20%. Das nehmen wir mal mit. Danke. Ja. Okay, haben wir hier noch irgendwas? Nee, ne? Zählen Sie nicht auf die Batarianer. Karshan ist verloren. Die Allianz führt diesen Krieg an. Oh ja. So, was haben wir hier? Stromflinte, Pistole, Cerberus Sturmpanzerung. Ist so geil. Automatischer Fischfütterer. 25.000. Boah. Dieser automatische Fischfütterer kann im Aquarium der Normandy installiert werden. Er bewacht den pH-Wert des Wassers sowie das allgemeine Wohlbefinden ihrer Fische. Ey, 25.000. Die haben wir doch gerade übrig, oder nicht? Für Fische dieser Welt. Für die ganzen lieben Fische, die wir kaufen werden und für die wir keine Zeit haben, weil wir leider im Universum unterwegs sind. Und hey, diese 25.000 sind nicht zum Fenster rausgeworfen, nein. Wir retten damit Leben. So, Nahl, genau. Zu dem müssen wir auch, ja. Ach, hier sind wir. Hier waren wir auch schon lange nicht mehr, oder? Schnell, Hände auf den Rücken. Sie werden gleich hier sein. Wovon zum Teufel reden Sie denn da? Von Creed, dem Bloodpack-Anführer. Wenn Arya ihn Shepard bringt, stehen seine Leute unter ihrem Befehl. Wir locken ihn nur raus, damit wir ihn ausschalten können. Kein guter Anfang für eine Freundschaft. Er kommt. Nehmen Sie die Hände auf den Rücken und tun Sie so, als hätte ich Sie verprügelt oder so. Okay, wir werden Ihnen einfach mal vertrauen. Sie sollten mich nicht hintergehen. Ruhe! Arya T'Loc ist mächtiger, als Creed dachte. Er ist ihrer Anweisungen unbemerkt auf die Citadel zu kommen. Und jetzt das! Commander Shepard! Nur damit Sie's wissen, Ihr Kopf wird die Kühlerfigur meines Privatshuttles. Halten Sie Abstand, Creed, und erfüllen Sie Arias Bedingungen? Absolut. Arya kann Bloodpack nach Belieben einsetzen. Mit Ihnen habe ich nicht geredet, Grill? Was? Sie haben mein Wort. Feuer frei! Nicht ihn. Grill soll die Führung übernehmen. Er ist Arias Dealpartner. Ja! Ja!
Ich bin Arias Maulwurf, Shepard. Das alte Spiel. Eine Hand wäscht die andere. Kleiner Rat. Hintergehen Sie Aria nicht. Ich bin ehrgeizig, aber nicht verrückt. Aha. Gute Arbeit, Nal. Danke für die Waffe. Jederzeit. Grill und ich sagen Aria, dass wir grünes Licht haben. Okay. Ja, super, ey. Vorbild. Alles krass. Nice. Level 35. Terminusflotte. Ja, super. Okay, das gleiche machen wir gleich nochmal. Und zwar mit der... Aus der Asche. Bloodpack Eclipse Söldner. Kennen wir alle noch, ne? So. Mass Effect 3 aus der Asche. Ja, ja. Ja, was ist denn hier los? So. Okay, wir brauchen jetzt... Was ist das hier denn? Ein Volus auf der Citadel benötigt das Buch von Plenix, um sein Volk zu inspirieren. Beschaffen Sie es von Irun und bringen Sie es zu ihm ins Präsidiums Unterhaus. Okay. Können wir machen. So, wir brauchen erstmal hier... Ja, wir haben jetzt echt viele Missionen noch bekommen hier, ne? So, C-Sicherheit, Präsidiums Unterhaus mit Commander Bailey, Assistenten, dann sichern sich die Loyalität. So, und im Flüchtlingslager, okay. Aber wo ist das Flüchtlingslager? Hier können wir nichts mehr machen, oder? Gucken wir mal. Bank, Apartments, Apollos Café, boah, Liara. Gericht, C-Sicherheitsaußenposten. Meridian Marktplatz, Edi. Ach du Scheiße, ey, ist ja. Wo sind wir denn hier? Nämlich das alles viel kleiner in Erinnerung. Die Reaper halten mittlerweile einen Großteil des. Wollen Sie dahin? Gucken wir mal. Wir müssen auf jeden Fall jetzt erstmal hier Commander Baileys Assistent irgendwie finden. Ich hatte gedacht, unsere Ausbildung war so. Apollos Kaffee, ne? Fängt sie einfach an zu schreien. Wir müssen Jake in den Hörig sogar schon, wenn ich. Er sollte mit anderen Kindern zusammen. Schreitendes Powder stützen, komm. Hören Sie, tun Sie einfach, was für Ihre Familie am besten ist. Aber tun Sie es bald. Die Lage da draußen wird immer schlimmer. Das machen wir. Und vielen Dank. Kein Problem. Wohngebiet? Ja. Okay. Kommen wir da ran? Nö. Kommen wir nicht ran, obwohl das irgendwie... Achso, vielleicht ist das nur ein Wegweiser. Ich weiß es nicht. Wir gehen mal kurz ins Café hier. Und holen uns mal was Leckeres. Hallo. Hier gibt es wohl nicht viel gerade. Ja. Können wir mit dir reden? Noch bei der Arbeit? Eins führt zum anderen. Dabei wollte ich eigentlich ein wenig die Aussicht genießen. Beim letzten Mal war das Präsidium nach dem Angriff der Sovereign ein Schutthaufen. Tja. Wie könnte ich das vergessen? Nicht wahr? Ich habe das Präsidium kaum gesehen, bevor es halb zerstört war. Und nach dem Aufbau war schon wieder Zeit für die nächste Invasion. Die Citadel hat diesen Krieg noch nicht erlebt. Wir sollten das Wichtigste einlagern, solange wir können. Zum Beispiel? E-Zero, schwere Waffen, Söldnertrupps. Hm. Naja, entspannen. Ich finde eigentlich, das ist eine gute Idee, oder? Praktisch. Gefällt mir. Sie könnten mal mit dem Volus Balavon in seinem Büro reden. Er kennt Söldner, die sich uns anschließen würden. Okay. Dem Volus? Echt? In seinem Büro? Okay. Ja, Söldner sind jetzt gerade echt Gold wert, ne? Brauchen wir auch alles. So, das Café. Wir werden einfach mal alles hier ein bisschen so entdecken. Meridian Place. Ach, Edi. Genau, cool. Ja, wieso sind denn jetzt alle draußen? Also das heißt, die Normandie ist angedockt und wir sind jetzt hier alle ein bisschen verteilt, oder was? Erinnert mich jetzt auch wieder dann so ein bisschen mehr an Star Trek, ne? Weil immer in einer Folge sind sie auch immer draußen und alles und oder auf einem Außenplaneten oder einer Außenmission, dann ist ja auch das Team dabei und nicht nur Shepard oder so. Finde ich cool, ja. Hallo, Shepard.
Sieht aus, als würden sie Daten sammeln. Diese Annahme ist korrekt. Etwas Weltbewegendes? Die Unmenschlichkeit des Menschen? Ob es eine objektive Realität gibt? Was in der Art? Ich spiele Szenarien durch, um Jeffs Verhalten zu verstehen. Ich glaube, dass er starke Gefühle für mich hegt. Aber er hat noch mit niemandem darüber gesprochen. Shepard, Sie haben sexuelle Erfahrungen aus erster Hand. Woher wissen Sie, wenn jemand emotional engagiert ist? Sie sind aufmerksam? Ja, ja. Sie hat es wahrscheinlich mitbekommen mit Tali. Das zeigt sich in verschiedenen Dingen. Man muss ständig an die andere Person denken. Man bittet sie um Treffen, macht Geschenke, hört eine bestimmte Musik. Ich brauche aber nur Hardware- und Software-Upgrades. Und für meine Kernprogrammierung ist Musik völlig bedeutungslos. Vielleicht sollten wir besprechen, wie wir Jeff zu einer emotionalen Bindung bringen. So macht man das nicht. Es muss natürlich ablaufen. Die Chemie muss stimmen. Verstehe. Es gibt zahlreiche Stoffe, die ich injizieren könnte, um die gewünschte Emotion zu erzeugen.